Da kann man sich auch mal ablegen von den anderen Unterrichts. Und ja, es macht auch mehr Spaß. Also man spielt schon mal ein Instrument. Man muss jetzt nicht wie bei Mathe immer so Kopf rechnen, aber manchmal kommt auch von den anderen Fächern was dran. Wir lernen auch so wie die normalen Klassen, zum Beispiel über Mozart irgendwas oder so. Aber eigentlich sind wir immer aktiv dabei. Man kann halt einfach mal den Kopf abschalten. Man muss natürlich auch mitdenken, aber es ist halt einfach ein bisschen weniger anstrengend. Zum Beispiel in Mathe, da muss man ja so denken. Und in der Streichklasse kann man einfach drauf losspielen, einfach seine Emotionen rauslassen, sag ich mal. Und ja. Es ist natürlich ganz anders als in Mathe oder in Latein. Es ist eben wirklich eine Hilfestellung in diesem Moment. Das heißt, ich kann dem Schüler in dem Moment zeigen, schau, so kannst du es machen und dann funktioniert es. Es ist etwas, das steht außerhalb, so etwas außerhalb vom normalen Schulunterricht, weil ich einfach ganz mit ganz anderen Dingen da konfrontiert werde.